Kapitel 2. Iliana! Iliana! Hilz atmete schwer, als er die Gestalt im Schatten sah. Die letzten 2 Wochen waren für jedermann auf Kesh hart gewesen, doch er erkannte die Anführerin der Schwestern von Zila kaum wieder. Iliana hockte zusammengekauert in der kalten Ecke des dunklen Lagerraums und liebkoste zärtlich einen Totenschädel. Sie schluchzte leise, ohne seine Anwesenheit wahrzunehmen. Hilz warf einen nervösen Blick in den äußeren Saal mit seinen Reihen marmorner Operationstische hinaus und schaute dann auf das Lichtschwert in seiner Hand hinab. Er hakte es wieder an den Gürtel. Iliana Merko war ein gefährliches Fraktionsoberhaupt gewesen, doch die Gestalt, die er jetzt vor sich sah, war etwas anderes. Ihr einstmals helles Haar war schmutzig und knotig, die einst makellose Haut mit Dreck und Blut besudelt. Und erstaunlicherweise auch mit etwas, von dem er nie geglaubt hatte, es hier auf ihrem Gesicht zu sehen. Tränen. Hier ist sie gestorben, sagte Iliana und hielt den Schädel an die Stirn. Allein. Hilz blickte hinab. Hier, in der kühlen Dunkelheit, war ein Teil ihres Skeletts erhalten geblieben, in einer Ecke zusammengesackt. Als ihm klar wurde, wem der Schädel gehörte, fragte er vorsichtig: »Woher wisst ihr, dass es Zila ist?« »Ich weiß es einfach«, flüsterte Iliana. Als sie ihre Hand öffnete, gab sie den Blick auf einen Ringpreis, der das Familiensiegel der Korsins trug, einen Tapani-Partnerschaftsring. »Sie haben sie einfach hier zurückgelassen«, sagte Hilz und kniete sich hin, um die Überreste eingehend in Augenschein zu nehmen. Die Oberschenkelknochen schienen vollständig zu sein, aber von den Knochen darunter waren bloß noch winzige Bruchstücke übrig. Ihm ging durch den Kopf, dass die Zeit dafür nicht verantwortlich war, und als er den Gehstock in der Nähe bemerkte, fügten sich die Puzzleteile der Historie mit einem Mal zusammen. Ihm war bekannt gewesen, dass Silas Verrat aufgedeckt wurde und dass Nida Korsin ihre Mutter dafür zur Rechenschaft gezogen hatte. Allerdings ging aus den Aufzeichnungen nicht hervor, ob ihre Strafe Exil oder Tod bedeutete. Jetzt ergab die Blockade weiter unten endlich einen Sinn. Die Blöcke hatten dafür gesorgt, dass die verkrüppelte Sila nicht fliehen konnte, während sie gleichzeitig andere von hier fernhielt. »Exil«, sagte er leise. »Sie wurde betrogen«, Iliana blinzelte zornig ihre Tränen hinfort. »Sie hatte etwas Besseres als das hier verdient.« »Ganz gleich, was für eine Gedenkstätte man ihr auch immer zugedacht hätte. Sie wäre trotzdem tot.« Hilz verfolgte, wie die Frau den Schädel behutsam auf den Boden zurückstellte, erhob sich und trat zurück. »Ihr seid allein hier. Was ist aus den Schwestern von Zila geworden?« Iliana hielt das Gesicht der Wand zugekehrt, während sie sich sammelte. »Als die Fraktionen übereinander herfielen, kämpften wir erbittert. Doch dann entzweiten wir uns, genau wie alle anderen.« Sie schüttelte den Kopf und erwiderte seinen Blick mit goldenen, rot unterlaufenden Augen. »Es gab nichts, dem wir mehr folgen konnten. Zila wurde als Sklavin geboren.« »Das mag wohl sein.« »Ich weiß es«, sagte sie und ballte zornig die Faust. »Als Mädchen hatte ich einst eine Machtvision von Zila. Sie bat mich, sie zu rächen.« Hilz dachte an das Bassrelief draußen. »Daher wisst ihr also, wie sie ihr Haar trug.« »Aber was ich nie irgendjemandem erzählt habe, ist, was sie in dieser Vision tat«, erklärte sie. »Da war dieses Monster, dieses rote Monster, das genauso aussah wie dieser Ravillian in der Nachricht. Und sie wusch ihm die Füße.« Sie schlug mit der Macht zu und schmetterte die kostbaren Knochen gegen die Wand. »Seine stinkenden, widerwärtigen Füße!« Hilz nickte. Ja, für eine derartige Erniedrigung würde er auch gerecht werden wollen. Iliana schob sich an ihm vorbei und stapfte in den Krankensaal. »Offenbar hatten einige der anderen Schwestern ähnliche Visionen.« Sie rieb sich eine treuende Träne aus dem Auge und schnippte sie davon, als sei sie bloß ein Körnchen Schlaf. »Danach konnten wir nicht mehr lange einmütig zusammenstehen.« Zwischen den Marmorbaren hielt Iliana inne. Mit einem Ruck fuhr ihre Hand zum Lichtschwert. »Da draußen ist jemand«, sagte sie rasch, die Augen auf die Tür gerichtet. »Sie sind hier!« Hilz eilte an ihr vorbei, in den angrenzenden Raum. »Ist schon in Ordnung. Er gehört zu mir.«
Er rief nach seinem Assistenten. Jay kam zaghaft von draußen herein. Iliana ließ das Licht verzinken und verdrehte die Augen. Der Rechner! Mit der Welt geht es zu Ende und ihr haltet euch weiter Haustiere! Ich brauche etwas, um das ich mich kümmern kann, erwiderte Hills. Immerhin ist das meine Aufgabe. Er schob sich zwischen die Frau und Jay. Doch was habt ihr damit gemeint, als ihr sagtet, sie sind hier? Sie suchen nach mir, erklärte Iliana. Wer? Alle, Cors Inventado. Die von den mächtigen 57 noch übrig sind. Diese Verrückten vom goldenen Schicksal, sagte sie. Alle, die noch da sind. Bevor wir alle sterben, wird bis aufs Letzte abgerechnet. Dann verfolgen sie euch. Das werden sie, sagte Iliana. Bevor ich ging, habe ich genügend von ihnen niedergemetzelt. Als ihre Fährtensucher mich das letzte Mal sahen, floh ich nach Westen. Und weiter als bis hierhin geht es nun mal nicht. Hills wirbelte Jay herum und stieß ihn zur Tür zurück. Wir haben nicht viel Zeit, sagte er. Folgt mir, ich erkläre euch alles unterwegs. Die großgewachsene Frau starrte ihn trotzig an. Ich bin nicht euer kleiner Diener. Warum sollte ich euch irgendwohin folgen? Der Verwalter blickte zu ihr auf. Weil wir möglicherweise Hilfe brauchen, um zu finden, wonach wir suchen. Und weil ihr in einer Sackgasse steckt. Das habt ihr selbst gesagt. Er wies auf den Ausgang. Ich hingegen habe einen Plan. Iliana atmete tief durch und trat auf den Ausgang zu. Ich bin sicher, es ist ein törichter Plan, sagte sie im Vorbeigehen. Meine Güte, seid ihr aber ein hasserfülltes Weib, entgegnete Hills. Seid ihr von Natur aus so? Sie blickte auf ihn herab und schenkte ihm ein faltiges Lächeln. Ich habe mich selbst in vieler Sinne geformt. Im Sinne der Frau, deren Schädel ihr gerade geküsst und den ihr dann gegen die Wand geschmettert habt, wollte er sagen. Hills grinste. Iliana hatte sich entschlossen, Sila zu vergöttern, so wie es jeder niederträchtige Geist getan hätte. Er würde ihr zwar niemals vertrauen, Sith vertrauten ohnehin niemals irgendwem, aber zumindest verstand er langsam ihre Beweggründe. Begeben wir uns zu dem Portal weiter vorn, sagte er. Zumindest werdet ihr etwas zu Gesicht bekommen, das kein anderer Lebender je gesehen hat. Hills verfolgte, wie Iliana die Konturen des dunklen Metalls mit den Fingerspitzen entlangfuhr. Also gab es doch etwas, das sie zu beeindrucken vermochte. Das Schiff des Schicksals. Es ist wundervoll, sagte sie. Die Omen breitete sich unter den gewölbten Decken des Tempels aus, sanft erhellt von den Glühstäben, die Jay entzündete. Lange Zeit hieß es, die Omen würde einem Lan Varrok ähneln, einer antiken Handgelenkwaffe der Sith. Allerdings hatte niemand auf Kesh hier einen Lan Varrok gesehen, ebenso wenig wie seit Jahrhunderten niemand mehr die Omen selbst zu Gesicht bekommen hatte. Die Begründer des Stammes hatten ihr Bestes getan, um das Schiff zu erhalten. Sie hatten lediglich poliertes Gestein darum verbaut und die Anzahl der Eingänge begrenzt. Doch auf dem mitgenommenen Schiff lag trotzdem eine Staubschicht. Mitgenommen war die Omen wahrhaftig, stellenweise sogar aufgerissen. Hills fragte sich, was wohl nötig war, um zu den Sternen aufzusteigen. Wie viel Schutz? Den verbogenen, halb aus der Hülle vorstehenden Metallzungen nach zu urteilen, offenbar eine ganze Menge. Und so viel Metall. Hier befand sich mehr an einem einzigen Ort, als jeder Lebende je gesehen hatte. Und das trotz des Umstands, dass das wertvolle Metall, das gegenwärtig im Umlauf war, ausnahmslos von den Trümmern stammte, die die Omen nach dem Absturz auf dem Berghang hinterlassen hatte. Was musste das für ein Desaster gewesen sein, dachte Hills, als er die Größe des Schiffs bestaunte. Es war ein Wunder, dass sowohl das Schiff als auch der Berg das überstanden hatten. Iliana beanspruchte die ersten paar Schritte in den Tempel für sich, was er nicht anders erwartet hatte. Hills war das nur recht. Er war zufrieden damit, ihr mit einem der Glühstäbe zu folgen, die Jay mitgebracht hatte. Als Hills den Kashiri zitternd und ängstlich auf dem Marmorboden vor der Luke kauern sah, winkte er ihn hinein. Hier zu sein ist ein Sakrileg, stammelte Jay. Ich bin ein Kashiri, nicht würdig. Vergiss es, wir brauchen mehr Licht.
Hilz fand Iliana im vorderen Bereich des Schiffs. Genau wie an jedem anderen Ort an Bord der Omen hatte auch hier eine Katastrophe gewütet. Die Decke über ihnen war verbeult und hing durch. Die vorderen Fenster waren zerschmettert, ihre Kanten nach außen gebogen. Hatten sie etwas von innen herausgeschlagen? Hilz hatte keine Ahnung. Ebenso wenig hatte er die leiseste Idee, was er auf beiden Seiten der Fenster vor sich gehabt hatte. Glatte, tiefschwarze Paneele wechselten sich mit kaputten ab, um die versenkten, drahtigen Eingeweide des Schiffs bloßzulegen. Hilz musterte ein Paneel und dann ein anderes, und obwohl er die Sith-Buchstaben erkannte, die sich darauf befanden, war er nicht mit allen Begriffen vertraut. Telemetrie, Hyperraum, Astrogation. Für ihn lasen sie sich allesamt wie Zauberwörter. Die Gelehrten des Stammes hatten versucht, das Wissen um Raumreisen lebendig zu erhalten, doch nach den vergangenen Jahrhunderten waren von diesem Wissen nur noch Bruchstücke vorhanden, genauso wie es sich mit allem anderen aufverhielt. Iliana tippte wiederholt gegen die schwarzen Wandvertäfelungen, als würde das Schiff zum Leben erwachen, wenn sie stärker dagegen drückte. Ja, sie sucht nach einer Möglichkeit, von diesem Planeten zu verschwinden, dachte Hilz, genau wie alle anderen auch. Die Frau hämmerte mit der Faust gegen ein Paneel und verpasste ihm einen Haarriss. Hier funktioniert gar nichts. Nein, widersprach Hilz, etwas funktioniert durchaus. Im hinteren Bereich der Brücke kniete Jay fasziniert vor einer mattglühenden Anzeige. Darauf waren 6 Ziffern zu sehen, von denen sich eine fließend in die nächstfolgende verwandelte, während die Sekunden verstrichen. Dies war das Gerät, dem ihre geliebten Sandrohre nachempfunden worden waren, das Chrono der Omen. »Es geht noch«, sagte Iliana verblüfft. Hilz zuckte die Schultern. Alles an Bord benötigte irgendeine Art von Energie, um zu laufen. Vielleicht brauchte das Zeitmessen nicht allzu viel. Er trat näher heran und berührte den hypnotisierten Keshiri an der Schulter. »Ist heute tatsächlich der Tag, für den du ihn hältst, Jay?« Jay öffnete den Mund, doch kein Laut kam über seine Lippen. Schließlich entgegnete er mit kratziger Stimme. »Ja, die Sandrohre waren 8 Tage hinterher, genau wie meine Theorie besagte.« Als er hörte, wie Jays Worte verklangen, sah er seinen Diener erfreut an. »Sehr gut, Jay. Ich bin beeindruckt.« Er und Jay hatten ihr ganzes Leben damit zugebracht, sich mit wichtigen Fragen auseinanderzusetzen, in dem Wissen, dass sie niemals erfahren würden, ob ihre Lösungen stimmten oder nicht. Hier hatte Jay die Bestätigung dafür erhalten, dass seine Berechnungen zutrafen, ein für allemal. Das kam Hilz sonderbar vor. Es war falsch zu denken, dass Sith und Keshiri dieselben Ziele anstreben könnten. Und doch hatten er und Jay genau das getan. Und jetzt hatte Jay seine Antwort. Hilz verspürte einen plötzlichen Stich des Neids und ließ den Blick zur Mitte der Brücke schweifen. Das, wonach er suchte, war nicht hier. Stammte der Kommandosessel von dort? Iliana wies auf die leere Plattform. Dieses Ding, das zu finden ihr gekommen seid. »Ich wusste immer, dass der Sessel nicht an Bord der Omen ist«, sagte Hilz und trat auf das Podium zu. »Ich nahm einfach an, dass ihr euch gerne hier umsehen würdet.« Dank der Keshiri-Gemälde war allgemein bekannt, dass Corsin seinen Kapitänssessel an den Tagen, an denen er Besucher empfing, auf die Kolonnade schaffen ließ. Doch dort draußen war jetzt mit Sicherheit nicht und hier drinnen auch nicht. Iliana schaute beklommen rein. Ich verstehe nicht recht. Angesichts der Größe dieses Schiffs stellt sich doch die Frage, warum Corsin alle vom Berg abziehen ließ, nach Tarf. Sie ragte vor Hilz auf, der sich neben der leeren Stelle, wo einst der Sessel stand, hinkniete. Vielleicht konnte ihre Generation es nicht reparieren, aber die Arbeit daran einfach komplett einzustellen und von hier zu verschwinden. Ich hatte recht, Corsin war ein Narr. »Er wollte, dass die Angehörigen des Stammes ihrem Leben auf Kesh nachgehen«, erklärte Hilz. »Er wusste besser als alle anderen, in welcher Verfassung sich das Schiff befand. Sie würden damit nirgendwo mehr hinfliegen. Ihr habt die Kammer draußen noch selbst gesehen. Die Omen kann ja unmöglich fort. Es sei denn, man trägt die Mauern wieder ab. Die haben das Schutzgebäude darum herumgebaut.« Er trat vor zu dem klaffenden Loch und blickte zu den Steinmauern dahinter hinaus.
Dies hier ist kein Uwak-Stall, Iliana. Es ist eine Gruft. Hils rief sich das Gesicht von der Testamentsverlesung ins Gedächtnis und malte sich Corsins Stimme aus, wie sie seine Strategie erläuterte. Corsin hatte sicherlich den Bau des Tempels befohlen, um das Schiff vor den Elementen zu schützen, und die anderen Schiffbrüchigen waren ganz seiner Meinung gewesen. Doch sobald die anderen, Rabilans groteske Meute, erst einmal aus dem Weg gewesen wären, hätte Corsin die Aufmerksamkeit der Überlebenden zunehmend auf die Aufgabe gelenkt, Kelch zu beherrschen. Das war das Beste, worauf sie hoffen konnten. Den Tempel zu versiegeln und den Berg zu verlassen, hatte der Versuchung ein Ende bereitet. Bis jetzt. Hils fiel eine Bewegung ins Auge und ihm stockte der Atem. Draußen ist jemand. Er duckte sich unter das zerschmetterte Sichtfenster. Lichter, die draußen auflampten, warfen lange Schatten auf die geschwungenen Wände. Iliana stieß Jay heftig zu Boden und hastete vorwärts, um sich zu Hils zu gesellen. Die beiden spähten vorsichtig hinaus, während Gestalten mit Glühstäben den Tempel betraten. Der Verwalter zählte 8 Neuankömmlinge, die er sehen konnte, doch er konnte auch nur die Stimmen von anderen vernehmen. Einige davon erkannte er sofort. Da war der kahlköpfige, kräftige Corsin Ventado, zwar noch als Anführer der Corsiniten zu erkennen, aber von den Gewaltausbrüchen der vergangenen Woche schwer gezeichnet. Irgendwie hatte er seine linke Hand verloren. 3 andere Gestalten trugen die einst leuchtenden Tuniken des goldenen Schicksals, jener Fraktion, die besessen von der stellaren Herkunft des Stammes war. Ihre protzigen Uniformen hatten ihren Glanz vollständig eingebüßt. Und noch einer kam ihm vertraut vor. »Ich kenne diesen Mann«, flüsterte Hils Iliana zu und wies auf einen jungen, blonden Krieger. Edel Frey war einer der wenigen regelmäßigen Museumsbesucher gewesen, ebenso fasziniert von der Architektur der Corsin-Ära wie auch von den Legenden über die Omen. Ein Thema, über das er ewig reden konnte. Eigentlich hätte Hils erwartet, dass Edel begeistert sein würde, das Raumschiff seiner Träume endlich zu Gesicht zu bekommen. Stattdessen jedoch stellte der Mann dort draußen eine mürrische Miene zur Schau. »Das macht mich krank«, halten Edels Worte bis zu Hils. Dieses Ding ist nichts weiter als ein Transportmittel für Sachgüter. Der Verwalter wäre beinahe aufgesprungen, als er dies hörte, doch Iliana zog ihn wieder nach unten. Gemeinsam lauschten sie, wie Edel und seine Begleiter, darunter einige von anderen Fraktionen, voller Verachtung über das beschädigte Raumschiff sprachen. Ein Transportmittel für Ungeziefer, meinst du? Sagte ein anderer. Mit diesem Schiff begann die Einkerkerung unseres Volkes auf diesem Planeten, fügte Bentado hinzu. Es ist tatsächlich ein Omen, allerdings eines der Verzweiflung. Da hast du recht, meinte Edel mit schallenden Worten. Wir müssen es zerstören. Hils und Iliana sahen einander fassungslos an. Draußen ertönten stürmische Rufe der Zustimmung von Leuten, die sich bislang noch nie auf irgendetwas einigen konnten. »So soll es sein«, dröhnte Ventados tiefe Stimme. »Ein letzter kühner Schlag. Unser Volk wird enden. Doch dabei wird es eine hasserfüllte Faust gegen das Schicksal recken.« »Ich weiß, wie wir es bewerkstelligen können«, entgegnete Edel. »Ein letzter Akt der Kooperation. Es wird uns gelingen.« Hils fühlte sich elend, als er die Tritte der Stiefel draußen auf dem Boden vernahm, die auf den Ausgang zustampften. Eigentlich hatte er damit gerechnet, dass die Neuankömmlinge versuchen würden, an Bord der Omen zu gehen, so wie sie es auch getan hatten. Doch das hier war etwas anderes. Hatte die galoppierend nahende Selbstvernichtung denn allen den Verstand geraubt? Ja, dachte er, ja, hat es. Etwas von dieser Größe können sie nicht zerstören, meinte Iliana. Ihre Stimme klang kratzig, als sie sich auf der Brücke umsah. Es ist kein Sprengstoff mehr übrig. Was wollen sie tun? Mit ihren Lichtschwertern darauf einstechen? Hils vermochte es nicht zu sagen, doch er wusste, dass es besser war, Edel nicht zu unterschätzen. Er wird schon eine Möglichkeit finden, sagte er, stand auf und packte sie am Arm. Schnell, wir müssen finden, was Corsin hier deponiert hat, bevor es dafür zu spät ist.